Zimtsterne, der Duft und der Geschmack von Weihnachten in einem kleinen Stern. Von Haus aus glutenfrei mit wenig Zutaten und eigentlich ganz einfach in der Zubereitung. Und doch sind weiche Zimtsterne die Kardinalsdisziplin bei den Weihnachtsplätzchen. Mein erster Versuch, Zimtsterne zu backen, war so katastrophal. Der Teig war weich und matschig, alles klebte am Tisch und an den Fingern. Es war einfach nicht möglich, den Teig irgendwie in Form zu bringen. Erst nach mehr als 35 Jahren habe ich einen weiteren Versuch gestartet, Zimtsterne zu backen. Ich habe meinen Trick, ausgerollten Keksteig einzufrieren, auch für den Teig der Zimtsterne angewendet. Der hohe Zuckergehalt lässt den Teig wesentlich langsamer gefrieren. Nach gut 2 Stunden ist der Teig so gut gefrostet, dass sich die Sterne wunderbar ausstechen lassen. Zuerst wird das Eiweiß mit dem Salz für 1,5 Minuten aufgeschlagen. Es gibt 2 Geheimnisse, weshalb meine Zimtsterne so einfach in der Zubereitung sind. Die erste Vereinfachung ist, in meinem Rezept wird mit normalem Haushaltszucker gearbeitet. Puderzucker ist für die Zubereitung von Zimtsternen nicht erforderlich und macht die Zubereitung mit möglichen Klümpchen oder Extrasieben nur unnötig aufwendig. Nach 1,5 Minuten den Zucker an das leicht angeschlagene Eiweiß geben. Das Eiweiß ist noch flüssig und nur teilweise schaumig. Das Eiweiß-Zucker-Gemisch wird für 3,5 Minuten mit hoher Geschwindigkeit cremig aufgeschlagen. Die schaumige Masse zieht leicht Fäden. Für das Teigkneten wird der Rührhaken gegen einen Knethaken ausgetauscht. Die gemahlenen Mandeln, den Vanillezucker, den Zimt und das Rumaroma zum Eiweiß-Zucker-Gemisch geben. Marzipanliebhaber können das Rumaroma auch gegen Bittermandelaroma tauschen. Der Aromazusatz gibt den Zimtstern einen besonders feinen Geschmack. Auf keinen Fall weglassen. Alle Zutaten mit dem Knethaken so lange kneten lassen, bis sich alles gut vermischt hat. Die Konsistenz vom Teig ist feucht und klebrig. 2 Gefrierbeutel mit mindestens 3 Liter Fassungsvermögen an 2 Seiten aufschneiden. Den Teig in 2 Teile teilen und 1 Teil davon in den aufgeklappten Gefrierbeutel geben. Die aufgeklappte Seite des Beutels über den Teig geben. Nun wird der Teig auf 5 mm ausgeräumt. Ich benutze hierfür Teigschienen, eine lohnende Anschaffung. Der Teig wird durch die Schienen schön eben ausgerollt und die Plätzchen werden im Backofen wundervoll gleichmäßig gebräunt. Der Teig ist ausgerollt und fertig zum Einfrieren. Zum Einfrieren wird ein Küchenbrett benötigt, das mindestens die Größe der ausgerollten Teigplatte hat. Die Teigplatte wird mit dem Gefrierbeutel auf das Küchenbrett gelegt und zusammen eingefroren. Mein Tipp hierzu ist, ich suche mir erst ein passendes Küchenbrett aus, das in meine Frosterschublade passt und dann erst rolle ich die Teigplatte auf Größe des Küchenbretts aus. Der Zuckerguss für die Zimtsterne wird genauso zubereitet wie die Eiweißzuckermasse für den Teig. Der Zuckerguss behält im Kühlschrank 24 Stunden seine cremige Konsistenz. Die Masse trennt sich nicht. Für den Guss zuerst das Eiweiß mit dem Salz für 1,5 Minuten aufschlagen. Nach 1,5 Minuten den Zucker an das leicht angeschlagene Eiweiß geben. Das Eiweiß ist noch flüssig und nur teilweise schaumig. Das Eiweiß-Zucker-Gemisch wird für 3,5 Minuten mit hoher Geschwindigkeit cremig aufgeschlagen. Die schaumige Masse zieht leicht Fäden. Der Guss ist schön gleichmäßig und lässt sich dadurch später wunderbar auf die Zimtsterne streichen. Den fertigen Guss in den Kühlschrank stellen. Die Teigplatte war 2 Stunden im Froster und ist schön angefroren. Aus der angefrorenen Teigplatte lassen sich jetzt wunderbar kleine Sterne ausstechen. Durch diesen Froster-Trick wird das schwierige Zubereiten von Zimtsternen zu einem leichten Kinderspiel. Ich habe in der Vorweihnachtszeit 4-mal Zimtsterne gebacken und war jedes Mal begeistert, wie einfach sich der gefrostete Teig verarbeiten lässt. Die Teigränder werden zusammengedrückt, erneut ausgerollt und gefrostet. Für das zweite Einfrieren wird meistens nur noch 1 Stunde benötigt. Mein Tipp für besonders sauber ausgestochene Sterne. Auch bei dem gefrosteten Teig werden die Ausstechformen nach einiger Zeit klebrig und wer, so wie ich, Wert auf saubere Kanten seiner Zimtsterne legt, dreht die Ausstechform einfach um. Auch arbeite ich gern mit mehreren Ausstechformen.
Zeit für den Zuckerguss. Der Guss lässt sich einfach verteilen, nicht zu dünn auftragen. Die Masse sollte so dick aufgetragen werden, dass man den Teig nicht mehr durchsehen kann. Darauf achten, dass der Guss gleichmäßig ist. Beulen und Hügel im Guss verlaufen nicht mehr beim Backen. Die mit Guss bestrichenen Zimtsterne kommen bei 130 Grad bei Unter- und Oberhitze für 20 Minuten auf die untere Schiebeleiste in den Backofen. Die untere Schiebeleiste auswählen, damit der Zuckerguss schön weiß bleibt und nicht bräunt. Nach 20 Minuten sind die Zimtsterne fertig gebacken. Damit die Zimtsterne nicht hart werden, wird das Backpapier mit den Sternen sofort vom heißen Backblech gezogen.